endlich mal wieder was zum Feiern da ist. Es fühlt sich super an, alle haben gute Laune, es ist total schön. Die Sonne scheint, was soll ich sagen? Ich könnte nicht glücklicher sein. Ola, wie machst du das, Ola? Ich wollte mich bei den Fans bedanken, das war einfach geil. Du hast eine schöne Glatze, Bruder. Sag mal, Ole, wie schaffst du es einfach immer so ruhig zu bleiben? Oh, ich bin heute gar nicht so ruhig, weil, ey, der, es ist überragend. Kommt aus Belgien, ja, extra für das Spiel hier. Ja, Dauerkarte, kommt mal immer alle zwei Wochen da hier. Na, oh. Jungs! Jungs, ihr habt das Tor! Wie habt ihr das gemacht? Sag's mir, wie kriegt man das Tor aus dem Stadion? Richtig große Unfall gehabt. Werder Bremen, 3 Punkte, Aufstieg, was willst du mehr, ey? Werder für immer, Nummer 1 im Norden, Nummer 1. Und außerhalb war schon geil. Die Stimmung hat man trotzdem mitbekommen. Aber man wäre gern dabei gewesen. Also mir geht's super. Also unbeschreiblich. Eine Saison und dann wieder erste Liga, top. Hattest du heute irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so jetzt haben wir das Ding echt im Sack? Ja, aber der ja, bei dem 2-0, da dachte ich schon so, ja, das wird eine gute Aufstiegsorte. Egal, ob Schalke gewinnt oder verliert, ist egal, wir sind weiter, wir sind wieder erste Liga. Womit kann man so einen Tag eigentlich noch toppen, frage ich mich. Gar nicht. Kann man nicht. Überhaupt nicht. Das ist so geil. Und wann war euch klar, dass ihr hier draußen im Sonnenschein steht, mit der Werder-Flagge in der Hand und sowas von zuversichtlich sein, und weil wir es geschafft haben? Heute Morgen. Heute Morgen. Was war heute Morgen? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, gar nichts. Wir gewinnen. Alles und gar wir gewinnen, nichts. Wir gewinnen, wir gewinnen, gewinnen. Wie kriegt man denn Tor aus dem Stadion? Sag's mir kurz. Einfach alle drauf, das Ding zerbrechen und dann mitnehmen. Mit welchen Gefühlen hast du heute im Auto gesessen? Ja, angespannt natürlich, nervlich am Ende, aber scheißegal, wir haben gewonnen und nie mehr zweite Liga. Die Stimmung war perfekt, dann sind sie da raufgerannt, das war der Hammer. Warst du auf dem Rasen? Natürlich war ich auf dem Rasen, immer. Direkt raufgerannt als Zehnter gefühlt, da direkt mal drauf. Kontinuität, das muss jetzt einfach passieren. Okay, wir müssen bescheiden sein, mal sehen. Also was ich mich die ganze Zeit frage, kriegt man so eine Felge tatsächlich ins Stadion rein? Ja, überraschenderweise. Ich musste mein Bier abgeben, aber die Felge nicht. Ich habe von Anfang an gewusst, dass wir es schaffen. Von Anfang an. Wann war der schönste Moment für dich im Spiel heute? Der schönste Moment im Spiel war für mich, wo klar war, dass wir aussteigen. Und ihr seht ja die Stimmung hier. Fantastisch. Das ist Bremen, das ist Werder, die Nummer 1 im Norden. Und nicht mehr zweite Liga, für immer erste Liga. Intensiv. Ich finde, Werder hat das gut gemacht. Man hatte so ein bisschen das Key-Gefühl im Hinterkopf, aber wir haben dazugelernt und es war gut. War gut gespielt, 2-0, ja, war sicher. Und irgendwann wusste man, jetzt schaffen es und jetzt können wir alle feiern. Fantastisch. Sag mir kurz, wann war dir klar, dass wir das Ding im Sack haben? Nach dem 2-0 war Ende. Ich wollte einfach nur noch auf den Platz rennen. Nach dem 2-0. Ich wollte einfach nur noch auf den Platz rennen. Ja, du wolltest auch. Da, habt ihr irgendwas irgendwie mitgenommen? Ich habe hier schon Jungs gehabt, die so ein halbes Tor. Wir haben ein bisschen Rasen mitgenommen. Ist das wenigstens das richtige Tor? Ja, sicher. Alles klar, Jungs, was macht ihr jetzt mit diesem Tor? Zum Domshof bringen wir das. War doch klar. Ach so. Das stand doch außer Frage. Echt, bist du so ein unerschütterlicher Optimist? Natürlich, natürlich. Nie das Szenario durchgegangen, dass der HSV Darmstadt vorne liegen, wir irgendwie keine Tore schießen und so? Stand nicht zur Debatte, nein. Also wann seid ihr schon mal mit so einem Tor durch die Gegend gelaufen? Sagt's mir. Das kommt ja selten vor, oder? Woche für Woche nehmen wir das Ding mit. Ich stehe für Werder Bremen. Sein Schal wurde geklaut? Ja, sonst hätte ich jetzt einen Schal. Ich würde dir so gerne meinen geben, aber das ist ein Pizarro-Schal, den werde ich nie hergeben, leider. Alles gut. Oh, stark. Warum so weit oben das Tattoo? Das war ein Versuch. Doch ein bisschen Angst gehabt, dass sie durchgereicht werden in die dritte Liga? Nein. Das erste Tattoo war es. Wie hast du es erlebt? Was soll ich sagen? Der Bauch grummelte. Es war sehr anstrengend. Und am Ende ist alles abgefallen. Und dann wurde nur noch rumgesprungen, das Bier geöffnet. Ekstase. Felge. So, jetzt erklär uns kurz, was hat es mit dieser Felge auf sich? Der Felge steht einfach für den Aufstieg für den ersten Platz.
Es wurde so viel geredet, Dritter, Vierter, Zweiter. Nein, Erster wollten wir werden, hat nicht geklappt, egal. Aufstieg, Hauptsache Italien. Wir sind Erste Liga. Kann man das verstehen, dass der Mann weg will? Ich kann es nicht verstehen. Auf gar keinen Fall. Natürlich kann man das verstehen. Was? Nein, ich kann es nicht verstehen. Also wo geht's denn jetzt heute hin für euch? Wo feiert ihr den Aufstieg? Erstmal hier. Ja, natürlich. Erstmal warten wir hier. Das muss dringend mal gewässert werden, das Stück Rasen. Ja, das wird gewässert. Kümmer dich. Ja. Kümmer dich gut. Kümmer mich. Wie geht's in der ersten Liga weiter? Was meinst du? Boah, unten. Ach komm. Da unten. So, Platz 15 ist das Ziel. Ja, aber wir schaffen das schon. Sei mal nicht so pessimistisch. Kümmer dich um den Rasen. Was glaubst du denn, woran es gelegen hat? Ich denke mir mal am Trainer und am Teamgeist. Ohne Werner ist der beste Mann. Ohne Werner ist der beste Mann. Ohne Werner ist der beste Mann. Der 12. Mann natürlich, aber man muss auch mal Bittencourt auch mal sagen, dass der die Mannschaft da geleitet hat. Der hatte so viel Kritik abbekommen. Und dieses Mal hat er endlich mal ordentlich Gas gegeben und natürlich Dux und Füllkrug. Ich würde sagen, alle zusammen tatsächlich. Das Team, die Mannschaft, die Fans, war so eine unglaubliche Power zusammen und es hat gar keiner so direkt rausgestochen. Vielleicht habe ich es auch nicht gesehen in diesem Fahren mehr, aber es war wirklich großartige Mannschaft von allen und deswegen, wir haben es verdient, wir sind wieder da. Er kennt diese Mannschaft, er liebt diese Mannschaft und er will diese Mannschaft auch. Er weiß aber, wie es geht und er hat es geschafft. Ja. Letztes Jahr haben wir die dicksten Tränen hier miteinander geweint und das aber tat richtig weh. Wie unglaublich. Es tat weh, aber ich habe gesagt, wir kommen wieder. Ich habe es gesagt. Ole Werner, wo warst du, Ole Werner? Wo warst du von Anfang an? Ihr habt ja so viele Pizarro-Becher eingesammelt. Welchen Becher hättet ihr eigentlich am allerliebsten heute? Duxi. Ja, ne, ich will auch Duxi. Ich kriege den nur nicht. Ich habe eben schon versucht, im Stadion zu tauschen. Was würdest du alles tauschen gegen Duxi-Becher? Das Tornetz. Alter, ihr habt das Tornetz. Oder wie machst du das, Ole? Ich wollte mich bei den Fans bedanken, das war einfach geil. Das ist schöne Glatze, Bruder. Sag mal, Ole, wie schaffst du es einfach, immer so ruhig zu bleiben? Oh, ich bin heute gar nicht so ruhig, weil, ey, es ist überragend. Ja, im Endeffekt hat er alles richtig gemacht. Ne? Wir sind hier 2-0 gewonnen, steigen auf, wunderbar. Er bleibt entspannt, keine Aufregung drumherum. Ich glaube, er hat auch dafür gesorgt, dass der Bus nicht hier vorbeifährt, dass die Einzelnen hierher fahren. Ich glaube, auch so abgesprochen, dass die Spieler nicht zu den Fans kommen und so. Also es wirkte alles sehr abgekadert und gut gemacht, auf jeden Fall. Und im Endeffekt, hinten kackt die Ente, also haben wir gewonnen, ne? Wunderbar. Ole Werner, du packst das auch in der ersten Liga. Wird es einen Tag geben, der das noch toppen kann? Nein, nicht mehr toppen. Außer Champions League, Europa-Pokal, aber das ist noch weit hin. Ist gut. Für alle vom Rest von Belgien, der es noch nicht mitbekommen hat, wir sind jetzt in der ersten Liga. Ich gehe jetzt ins Bett. Schluss für heute.